George de Lava, Stern 19. August 1904 in Southwick, Sussex, 1969, war ein englischer Bauingenieur an der Oxford Shire County Council. 1953 trat er von seinem Posten zurück, wo er Forschungen zur Radionik anstellte und als Pionier galt. De Lava erfand eine Kamera, mit der er Krankheiten erkennen konnte. Im Juni 1960 wurde er von Catherine Phillips, einer verärgerten Kundin, verklagt, weil sein Diagnosegerät die Gesundheit der Patientin verschlechtert haben sollte. Die Klägerin behauptete, dass die Erfindung von De Lava nicht die versprochene Wirkung zeigte. Das Gericht konnte nicht feststellen, ob seine Maschine funktionierte, und sprach ihn deshalb frei. Er baute in Oxford die De Lava Laboratorien, in denen er die Forschung an Radionikgeräten weiter vorantrieb. 1987 wurde das Labor geschlossen. Der Aufenthaltsort der Radionik-Artefakte einschließlich der Originalkamera ist unbekannt.